Moin und willkommen zurück zu Planet Crafter und wir sehen es knapp 67% bis zum flüssigen Wasser. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ausschauen wird und was danach dann noch alles kommt. Wir werden es rausfinden, aber davor sollten wir vielleicht mal ein, zwei Sachen machen. Wir haben es beim letzten Mal schon gemerkt, wir haben ein massives Nahrungsproblem. Wir haben aktuell bloß diese drei Nahrungszüchter und die beiden hier rechts habe ich gerade eben rausziehen müssen schon und auch direkt essen, weil es war schon wieder sehr, sehr knapp. Jetzt haben wir hier noch die hier, die ist bald fertig, 88% und die anderen beiden dauern wieder ein bisschen. Das ist sehr schlecht. Ich meine, es würde schon reichen, wenn wir hier in der Base sind oder in der Nähe von der Base, dass wir da immer hingehen und was zum Essen rausziehen. Problem ist bloß, eine größere Tour machen. Ja, da sind wir ein bisschen darauf angewiesen, ob wir dann Nahrung finden vor Ort oder nicht. Beim letzten Mal war es ja ziemlich dramatisch, genau. Dann, ich bin einmal um die Base rumgegangen, nahe Umgebung und habe so ein paar Sachen gesammelt, die Kisten mal endlich weggemacht, dass ich da nicht noch 2000 Mal reinschaue. Und ich habe gefunden, zwei Auberginen-Samen. Und die würde ich jetzt gleich als allererstes machen, dass wir da einfach ein bisschen mehr Kapazitäten beim Essen haben. Problem ist bloß, die Nahrungszüchter brauchen relativ viel Strom, also 15. Und das haben wir nicht mehr, oder? Ne, 1,55, also lächerlich wenig. Das bedeutet, wir brauchen definitiv Strom. Und ich würde sagen, das machen wir mit einem Kernreaktor. Genau, den bauen wir. Dann bauen wir zweimal Nahrungszüchter. Und wir haben freigeschalten, gerade eben kurz vor der Aufnahme, hier den Erzextraktor. Problem ist, sowohl beim Erzextraktor, genauso wie beim Biolabor und auch, ich glaube hier, Beweglichkeitsstiefel, nee, das haben wir noch nicht. Rucksack Stufe 4 oder so war das dann. Brauchen wir auf jeden Fall Osmium. Nee, Quatsch, Osmium haben wir gebraucht. Moment. Anpinnen, genau. Und ich hatte ja beim letzten Mal Osmium gesammelt. Zwar plus 1 oder 2. Und dann bin ich ja glorreich gestorben und dann war das nämlich alles weg. Da müssen wir mal gucken, wo wir das rausfinden. Allerdings können wir das erst machen, wenn wir wirklich Nahrung und so alles Mögliche haben. Weil sonst wird es echt immer kritisch. Gut. Also, Heizung. Beziehungsweise Kernreaktor, keine Heizung. Wir brauchen einen Uranstab und wir brauchen drei Superlegierungen. Wir gucken mal ganz kurz rein, ob da was drin ist. Ich habe auch mal die ganzen Lager wieder teilweise leer gemacht. Gut, die laufen jetzt langsam wieder voll. Das sollte passen. Also die ganze Unordnung drin, die einzelstehenden Kisten sind jetzt auch weg. Oh ja, sehr gut, drei Stück. Wir nehmen das Uran mit. Das Dolomit nehmen wir mit. Das können wir dann gleich hier wieder reinhauen. Dann gucken wir mal, ich habe hier hinten so ein Speziallager, da ist jetzt alles Mögliche drin, was wir nicht wirklich viel haben. Also das wird dann schon noch aufgeteilt später, aber jetzt erstmal noch nicht. Uran, gut. Wir haben sogar einen Brennstab direkt, perfekt. Was haben wir jetzt noch gebraucht? Zweimal Wasser, kann das sein? Perfekt, wir haben das alles. Also 86,5 Kilowatt, das sollte jetzt erst einmal reichen. Die stellen wir direkt daneben hin. Übrigens, es regnet, sehr, sehr cool. Gut, dann können wir gleich die beiden Nahrungszüchter machen, dass wir da einfach sicher sind. Da werden wir definitiv noch viel, viel mehr brauchen, aber mal schauen. Gut, Eisen und Aluminium. Ich schaue, dass ich das Zeug immer da vorne rausnehme erstmal. Ja, hier ist schon mal kein Eisen, gut. Zwei Aluminium und Eisen hole ich mir von drinnen. Müsste ich eigentlich noch ein bisschen was haben. Eins, zwei, wunderbar. Und dann stellen wir die jetzt einfach... Ja, wo stellen wir die denn hin? Ah, Platzmangel. Ja, vielleicht einfach hier so rein erstmal. Genau. Gut, dann kommst du rein. Es sind halt bloß die Auberginensamen, die bringen nicht allzu viel. Das ist relativ schlecht. Gut, wie schaut es hier aus? Kann ich nehmen, dann ist die nächste schon gleich drin, das passt. Und ich muss auch schon wieder, ne, müssen tue ich es nicht, aber die macht bloß 25 Gesundheit, dann wären wir schon wieder fast voll. Trinken werden wir auf jeden Fall mal was. Gut, jetzt. Also, Problem ist, wir können das hier nicht bauen. Da hätten wir eigentlich alles bis auf Osmium. Das könnten wir theoretisch bauen, habe ich aber letztes Mal gesagt, werden wir erstmal nicht brauchen, weil es extrem viel Strom braucht. Ich hätte halt gerne tatsächlich das Biolabor. Aber Osmium, und das haben wir nicht, das ist schlecht.
So, Moment mal, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Was kommt denn als nächstes? Rucksack Stufe 5. Oh, das dauert noch. Genau, den Bohrer haben wir. Kernreaktor Stufe 2. Das dauert alles auch noch. Ganz schlecht. Und was können wir hier noch machen? Den haben wir. Das können wir noch nicht machen. Das haben wir auch schon, oder? Ja. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich losgehen. Und Osmium suchen gehen. Es hilft nichts. Ich kann sonst nichts bauen, Großartiges. Es ist halt das Problem, ich weiß nicht genau, wo es Osmium gibt. Das ist schlecht. Also wo man das öfters findet. Wir gehen jetzt mal hierher, nehmen zweimal Wasser mit, wir nehmen nochmal zweimal Sauerstoff mit. Die können wir eigentlich gleich essen. Passt. Also wir haben nichts mehr zum Essen. Wie lange dauern die anderen beiden noch? 61 und 61. Das ist zu lange. Also das dauert auf jeden Fall noch viel zu lange. Dann würde ich sagen, wohin gehen wir denn überhaupt? Das ist die nächste Frage. Bin am Überlegen, ob wir vielleicht davor noch eine Rakete hochschießen. Ja. Das könnten wir machen, wenn wir es bauen können, ist die nächste Frage. Also, wir haben... Wärme haben wir, glaube ich, schon oben. Da gibt es auch einen Bildschirm, da sehen wir das. Luftdruck. Brauche ich erstmal nicht. Brauche ich auch erstmal nicht. Also ich würde sagen, wir machen Luftdruck. Raketentriebwerke, dreimal Silizium, zwei Superlegierungen. Ah, Mist. Okay, wir schauen uns mal das Raketentriebwerk an. Iridiumstab, Uran, Uran. Und Superlegierung. 9 Stück brauchen wir. Dann hätten wir den Iridiumstab schon mal. Superlegierung. Müssen wir mal gucken, ob wir noch welche da haben. Nein, natürlich nicht. Davon brauchen wir auf jeden Fall welche. Ich weiß jetzt nicht. Essen, Trinken, Samen haben wir auch nichts mehr leider. Einfach mal alles mitnehmen und wir brauchen auch noch auf jeden Fall... Oh, Alu. Aber Alu haben wir mehr als genug drin. Eisen. Mist. Ja, sollte reichen. Also 1, 2, dann nochmal 2 Uran. Ein Eisen brauchen wir auf jeden Fall noch. Und für die Superlegierung Magnesium und Titan. Gut. Titan haben wir hier auf jeden Fall. Ja. Und bis dahin sollte eigentlich da hinten das Essen auch fertig sein. 70%. Nee. Das dauert zu lange. Das dauert einfach zu lange. Mist, was machen wir denn jetzt? Erstmal eine Rakete hochschießen. Bäm. Dann geht alles ein bisschen schneller. Ich glaube, wir müssen uns sowieso jetzt erstmal kurz einschanzen. Zieht Iridium an, genau, weil es gibt nämlich gleich Einschläge. Ich würde schon gerne warten. Problem ist bloß, es dauert zu lange. Ich mache jetzt mal die Taschen nochmal leer und dann gehen wir trotzdem los. Das da oben behalten wir. Ja, theoretisch könnte ich, sollte ich das Iridium einsammeln. Könnt ihr euch eventuell ein bisschen beeilen? 74, nee. Ja, da habe ich einfach viel zu spät angefangen. Es war ziemlich schlecht. Bin ich gar nicht gewohnt. Im normalen Spiel hatten wir nie Probleme mit Essen und Trinken. So, ist es jetzt vorbei? Können wir los? Scheint nicht so. Ich weiß halt auch nicht, wo ich jetzt noch hin muss, wo ich zum Beispiel noch gar nicht war.
Nein, wir trinken dann gleich nochmal was. 76, da geht ja gar nichts vorwärts. Das wäre nicht schlecht, großes Wohnmobil im Modul. Aber Superlegierungen. Ach übrigens, Biodom, können wir mal gucken. Wie es hier, 1,8 Kilo haben wir halt erst Pflanzen. Bei 80 Tonnen. Das dauert ja Ewigkeiten. Was kommt hier? Algengenerator, 25 Kilo, okay, aber ich glaube, der müsste unter Wasser. Ja, da brauchen wir erstmal das Wasser dazu, das haben wir noch gar nicht. Und hier bei 500 Gramm Baumsamen. Das haben wir halt alles noch gar nicht. Wir können bloß entweder die Reihe hier weitermachen. Schmetterlingskuppel bei 140 Tonnen und die obere Reihe. %79, egal, wir gehen jetzt mal irgendwo hin. So, lass mich mal durch. Wir finden ja was, wir müssen was finden. Ich meine, das hält schon das Essen, so ist es nicht. Da oben wäre Iridium. Ich würde es halt gerne einfach mal erstmal nichts Sinnloses mitnehmen, also kein Erz und so Zeug, sondern wirklich bloß, wenn wir Osmium finden, zum Beispiel. Oder krasse Samen, irgendwie sowas. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas verpasst. Es müsste doch irgendwo eine Höhle sein. Da oben. Ist das eine Höhle? Wir schauen mal. Hatten wir den schon gesehen? Ja. Na, ja, vielleicht ist es doch keine Höhle, hat so ausgeschaut von unten. Der Pilzsamen essen, sehr gut. Da warten wir aber definitiv, die macht 40. Ja, gut, so viel ist das jetzt auch nicht. Das Problem ist Osmium aktuell. Es scheint so, als sollte ich dahinter noch nicht gehen, obwohl doch. Ist das die Höhle, in der wir waren beim letzten Mal? Also ich... Hier geht es auf jeden Fall schon mal runter, okay. Gut, Sauerstoff haben wir ja genug dabei, jetzt sollte es erstmal reichen. Hier ist zumindest schon mal eine Iridium-Höhle, so wie das ausschaut. Obsidian, sowas nehmen wir mit. Ich meine, wir könnten auch Iridium mitnehmen, weil brauchen wir halt auch immer mal. Wir haben ja noch genug Platz. Ein bisschen was zumindest. Das nehmen wir auch mit. Was ist denn das für eine krasse Höhle? Schaut ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so eine Bowser-Höhle. Ich habe Angst, dass ich da nicht mehr hochkomme. Okay, wir nehmen mal den Sauerstoff. Ja, das brauche ich jetzt eigentlich noch nicht so wirklich. Boah, da hat es ganz schön geruckelt. Das Uranit nehmen wir mit für den Erzbrecher. Schaut ja heftig aus. Ich würde gerne hingehen, aber ich habe Angst, dass ich da jetzt irgendwie Schaden bekomme und ich habe nichts zum Essen. Nichts Großartiges. Hier geht's weiter, okay. Ich meine, das Essen hält schon noch. Oh! Ich bekomme Schaden. Shit. Das war zu warm. Ja, das war eigentlich klar. Das war eigentlich klar. So, Kisten gibt es aber hier drin keine, oder?
Ich würde schon gerne darunter gehen. Allerdings, ja, was soll's. Komme ich wahrscheinlich nicht mal hoch. Aber irgendwie muss man auch wieder hochkommen. Hier. Also so eine Höhle hätte ich gerne gefunden, bloß mit Osmium. Hier komme ich nicht mehr hoch. Mist. Da unten vielleicht entlang. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. Puh. Da kamen jetzt die Mario-Skills wieder raus. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich gar nicht. Geil. Shit. Ich darf schon wieder einen Sauerstoff nehmen. Ach nee, nicht die nächste Höhle, wo ich drin elende verrecke. Wir gehen mal den gleichen Weg wieder zurück, aber ich bin ja da den Abhang runtergesprungen. Okay, Höhlen hier auf dem Planeten extrem. Extremer als beim normalen. Beim normalen Spiel bzw. beim normalen Planeten. Gut, da hinten kommen wir nicht weiter. Hier geht es schon wieder hoch, glaube ich. Ja. Ne, hier komme ich nicht rüber. Ich habe halt auch noch keinen Schweberucksack. Mist. Ja, und nun? Ich glaube, tatsächlich. Gucken nochmal, ob mir da irgendwie. Ne. Ich glaube, wenn man hier ist, wo wir jetzt sind, wir können auch mal da hochgucken. Oder wir müssten tatsächlich das heiße Gebiet einmal ganz kurz durch. Aber ich komme da nicht. Obwohl. Das heiße Gebiet da hinten durch. Ja, ich komme auf diesen Vorsprung nicht hin. Oh. Nee. Oh nein. Obwohl, viel Leben habe ich jetzt nicht verloren, oder? Ja, schon ein bisschen. Shit, wir müssen da durch. Hier hinten geht's auch nicht weiter. Ah, Mist. Das ist ein bisschen blöd, dass man da dann nicht mehr weiterkommt. Ich gehe da so oben einfach durch. Wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist das so. Ich kann mich halt auch nicht gegenheilen. Aber vielleicht ist es ja auch nur so ein ganz kleines Stück, was so heiß ist. Gucken uns mal die Lebensanzeige an. Da geht's schon wieder raus, ja. Okay, wir hätten da lang müssen. Okay, gut. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob wir draußen sind. Ich glaube schon. Doch, wir sind jetzt da, wo es Bauxit ist. Kann das sein? Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zurück. Hoffen, dass das Essen fertig ist. Ich weiß gar nicht. Der kam spontaner Stein. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich sterbe in der Nähe von der Base. Spawne ich eine Kiste? Weil beim letzten Mal hieß es, ja, ich kann mir die Kiste dann später wiederholen, aber sie wird ja nirgendwo angezeigt. Also das würde bedeuten, müsste die dann suchen, wenn es so ist. Okay, ich glaube, wir sind hier in der Richtung falsch. Wir müssten woanders hin. Wo könnte ich das Osmium finden? In einer Höhle, in der ich nicht sterbe, am besten. Wir gucken dann gleich nochmal ins Eisgebiet rein. Ach komm, wir nehmen das Uran mit. Kobalt mit. Schild, ja, das brauche ich halt gar nicht. Vielleicht sollte ich die Karte freischalten. Aber die Gebiete werden, glaube ich, erst markiert,
wenn man schon mal dort war. Ja, wir machen das jetzt mal. Gut, hier kommt Dolomit rein, haben wir nicht dabei. Hier kommt das Bauxit rein fürs Aluminium. Und hier das alles, das Uranit. Dass wir wieder ein paar Superlegierungen bekommen. Fertig, fertig. Noch nicht fertig. Kann ich gleich bei dir essen? Ja. Wasser niedrig, okay. So, dann stellen wir das gleich mal noch einen Schrank hin. Mit dem Obsidian. Obsidian, nein. Sind auch bloß zwei Stück. Naja, gut, immerhin. Also, wir schauen uns mal wegen der Karte. Beziehungsweise, Moment mal, wir bauen noch einen Pflanzenzüchter. Wir haben ja noch einen Samen dabei. Nahrungszüchter, besser gesagt. Wasserflasche, Alu. Wasserflaschen haben ja nur noch die draußen. Ich habe vorher gesagt, das sollte ewig, ewig leicht reichen. Aber ja, tut es eigentlich auch. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon auf jeden Fall. Oh, passt du es nicht mal rein, oder? Dann spiegeln wir das. Das sollte jetzt schon auf jeden Fall besser reichen als davor. Vor allem die Pilzsamen, die bringen halt sehr viel. Das heißt, sehr viel mehr als die Auberginen. Gut, also, wir brauchen den Monitor für die Karte. Eisen und Silizium ist ja komplett easy. Und Microchip-Kompass. Gut, Magnesium, Silizium, nehmen wir ein bisschen was mit, Eisen und Alu war das, glaube ich. Hätte wenigstens gern ein Obsidian, nicht Obsidian, Osmium, damit ich das anpinnen kann, die Rezepte. Ah, kein Satellit. Shit. Nein, da brauche ich Raketenteile. Ich gehe jetzt nochmal los. So, wir haben jetzt mal ein bisschen was zum Essen dabei. Ich haus mal das ganze andere Zeug wieder rein. Eisen, dann haben wir auf jeden Fall. Ja, drei Wasserflaschen brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen aber nochmal Sauerstoff mit und der Rest kommt weg. Ist halt bitter, dass ich jetzt mein halbes Inventar voll will damit fast. Kobalt haben wir auch noch keinen Schrank. Hau ich gleich da rein, dann weiß ich, dass wir später nochmal einen Koboldschrank brauchen. In der Hoffnung, dass bis dahin ein paar Superlegierungen da sind. Genau, zwei Stück sind schon da. Dann das Dolomit hauen wir gleich hier wieder rein. Und dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Also ich weiß nicht, ob wir ins Eisbiom gehen sollten, weil da kommen wir ja noch nicht weiter. Das ist einfach noch zu kalt. Aber wir haben jetzt wirklich, ja, ein bisschen Essen dabei. Ja, da hinten. Es schaut so aus, als wenn wir da oben drauf kommen würden. Oder auch da. Wir gucken, ob wir da oben drauf kommen auf die Plattform. Weil es schaut so aus, als wenn wir da so irgendwie hochkommen. Wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung. Mann, 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 Mann. Ganz schön zäh. Also es geht, wie ich finde, schwerer von der Hand hier alles als beim normalen Spiel, also beim normalen Planeten. Aber gut, dann ist es so. Wir haben ja Zeit.
Ja, da hoch vielleicht irgendwie. Ja, dieses Hochspringen immer gerade so, dass man es irgendwie schafft. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Ne, und hier ist nämlich der Eingang schon. Da waren wir ja schon drin. Wir haben das letzte Mal irgendwo eine Absturzstelle gesehen, eine verdammt große. War das die da hinten vielleicht sogar? Wo wir noch nicht waren. Da oben drauf ist eine. Das heißt, wir müssten theoretisch entweder da lang oder da durch. Wir gehen mal ganz kurz da den Sauerstoff auffüllen. Obwohl das jetzt auch nicht mehr so wichtig ist, aber wenn es schon da steht. Aber ich glaube, wir kommen da nicht durch, außer da ist irgendwie ein Durchgang, eine Höhle oder sowas. Ja, ich habe halt keine Karte, ich habe halt nichts. Obwohl die Karte, ja, ist jetzt nicht die geilste Karte, bin ich ehrlich. Aber es ist eine. Genau, hier waren wir schon. Aber das war jetzt nicht das, was wir gesehen haben, oder doch? Wir sind letztes Mal da oben rausgekommen, genau. Da liegt überall Iridium. Ja, gut, schön. Oder vielleicht da? Nee, aber da hoch, das bringt mir nichts. Dann bin ich ja bloß da oben drauf. Ich muss Ausschau halten nach so kleinen Höhleneingängen. Hier, wenn nochmal Bauxit, können wir eigentlich. Obwohl. Die haben so viel Alu aktuell. Ich meine, gut, das wird wieder ausgehen, klar, aber was ist das? Nix. Wahrscheinlich. Ja, das ist einfach gar nichts. Da hinten waren wir auch schon doch. Ich erinnere mich an dieses Biodom. Jetzt gucken wir trotzdem mal, ob wir da irgendwie durchkommen. Hier vielleicht ist da was weggeschmolzen in der letzten Zeit. Nee. Es hieß hier, es schmilzt ab 100 und nicht bei 100. Und hier sind es 45. Okay. Vielleicht müssen wir doch nochmal in die Eishöhle rein. Hier waren wir schon drin. Hier bekommen wir auch keinen Sauerstoff. Und die Samen sind jetzt erst einmal egal. Mitnehmen. Genau, da waren wir schon. Überall. Die kann ich noch nicht abbauen. Ich sehe hier aber auch nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier irgendwann alles voll mit Wasser ist. Oh ja, sehr gut. Dann müssen wir auch mal unser Hauptbase ein bisschen erweitern, dass wir da irgendwie ein extra Gebiet haben, wo nur Samen sind. Wir brauchen, glaube ich, die Pilze und Auberginen später auch für. Ja, ich will es jetzt mal in der Forschung nicht, aber. Für Schwarzpulver und so Zeug, glaube ich, war das. Oder für irgendwas haben wir es gebraucht, auf jeden Fall. Ja, dann geben. Oh Gott, mein Sauerstoff. Dann gehen wir nochmal ins Eisbiom. Vielleicht ist es ja endlich freigeschmolzen. Oder man muss da hoch, da drüber springen. Ah, nee, da kann ich nicht drüber springen. Da brauche ich erstmal mein Jetpack. Wir gucken halt nochmal rein. Ich komme halt so jetzt nicht vorwärts. Außer gut, das Terraforming läuft natürlich immer weiter. Das ist klar. Dann gehen wir noch mal ganz kurz in das Ding rein. Und dann hier durch die Höhle. Ah, trinken. Das sollte schon noch reichen. Wasserflaschen. Ja. Also das geht so schnell nicht aus. Ich esse mal was. Zack, bam. Ich muss halt jetzt aufpassen, wenn ich so einen Mangel habe, dass ich wirklich nicht
über meine Leben drauf esse, dass wirklich auch das Essen komplett zu 100% benutzt wird. Also jetzt was essen wäre schwachsinnig. Das haben wir aber. Schmilzt ab, ja, aber wir sind ja schon bei 400 oder 500. Also, das kann ja jetzt auch nicht sein, oder? Dass es dann so lange dauert. Da oben waren wir schon ein paar Mal. Wenn ich wüsste, wo das Osmium ist, das wäre so geil. Dann könnten wir weitermachen. Ja, wenn nicht, ganz ehrlich, müssten wir uns Deleten hochschicken. Und vielleicht zeigt der mir das ja an. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass man das erst sieht, wenn man schon wirklich dort war. Aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber wir könnten auch nochmal dahinter gehen. Aber da war ja die Höhle des Todes, gell? Naja, mal gucken. Wir sind ja jetzt einigermaßen gewappnet. Ja, hatte ich letztes Mal auch gesagt. Und dann ging es dahin. Halbe Stunde schon wieder rum und wir haben nichts gemacht. Shit. So, hier war auf jeden Fall auch irgendwas, was wegschmelzen musste. Oder sind wir hier erst gar nicht durchgekommen? Das kann auch sein. Doch, doch. Oh, aber das ist jetzt aufgegangen hier. Das war nämlich davor noch geschmolzen. Eigentlich geschmolzen. Jetzt ist es geschmolzen. Es war davor noch gefroren. Oh, ein Traum. Und Kisten. 200, das bringt mir alles gar nichts. Yes. Yes. Und geht's da weiter? Oh ja, gut, dann sammle ich mir mal das Osmium noch ein. Ich habe eh nicht mehr so viel Platz. Aber jetzt wissen wir, wo es ist. Es ist gar nicht so weit weg. Und ich laufe da durch Gott und die Welt durch. So, schön alles einsammeln. So, den noch, dann haben wir noch einen Platz. Und wir müssen auch noch was essen. Also ein bisschen mehr Platz hätten wir schon. Ich will mal gucken, was da hinten noch ist. Ah, das ist immer. Da waren wir schon mal. Das sind wir schon mal durchgegangen, ja. Endlich Osmium gefunden. Jetzt kommen wir wieder da raus, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Und dann können wir loslegen. Ich brauche auch nichts mehr auffüllen. Kein Essen, kein Trinken, das passt. Einen Platz hätten wir noch. Was sind das für Felsen? Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Die hier stehen überall rum. Und die schauen von der Ferne irgendwie interessant aus. Und wenn man näher hingeht. Es ist halt einfach. Irgendwas hat das damit zu tun, weil die stehen hier öfters rum. Genau die hier. So, jetzt bloß nicht abstürzen mit dem ganzen Ostwurm. Das wäre Katastrophe. Weiß gar nicht, was würde passieren, wenn das jetzt das einzige Osmium wäre, was wir so bekommen würden. Wir brauchen es, um es weiterzumachen, dass wir neue Sachen freischalten, keine Ahnung. Und wir stürzen ab und die Kiste ist weg. Dann ist man ja quasi, naja, ich weiß nicht, ob man Game Over gehen kann, aber. Also, man kann sich dann quasi in der Sackgasse spielen. Ein Traum.
Wir gucken mal, es müsste doch eigentlich bald der See freigeschalten sein. Flüssiges Wasser, ach so. Ne, wir haben jetzt erstmal das flüssige Wasser freigeschalten, jetzt kommen die Seen. Nach und nach immer. Okay, gut. Also, ich will haben, anpinnen. Hab ich... Ich hole dich jetzt mal kurz da rein. Anpinnen 2. Könnte... Ah, ich habe noch keine Methankartuschen, okay. Aluminium, Superlegierung, Kobalt. Dann haben wir hier gleich das Bauxit rein. Hier, Essen, eine Aubergine. Hier, ach, Moment mal, hier muss ich gucken. Oh, guck mal, wie geil. Komm, wir trinken. So, jetzt. Dann kann ich mir jetzt nämlich hier... Hatte ich nicht gerade 2 Slots frei? Das Eisen mitgenommen, kann das sein? Das hilft alles nichts. Ich brauche jetzt mal ein Lager. Ich hole es jetzt ganz kurz beim Obsidian hinten rein. Nimm mal ein paar mit. Und ein bisschen Alu. Und Magnesium. Anheften. Bitte, endlich. Wir haben eh noch sehr viel Platz. Gut, dann. Das können wir noch nicht. Noch nicht? Und das haben wir schon alles. Weil jetzt können wir, was ist das? Abbaugeschwindigkeit. Abbaugeschwindigkeit verstehe ich nicht wirklich. Also, das geht ja eh schon so, so schnell. Erzabbaugeschwindigkeit. Oder ist damit... Sind da auch die... Meine Anlagen damit gemeint? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also gut, an... Pinnen, wie viel Strom brauchst du eigentlich? Gar nichts. Doch, 34. So, jetzt kann ich mir das nämlich oben links anpinnen und jetzt sehe ich, was ich brauche. Da könnte man ein bisschen noch deutlicher machen, aber wir brauchen auf jeden Fall einen Iridiumstab. Eins, zwei, so... Und noch ein Titan. Die Sucherei. So, und jetzt bauen wir das Ding auf. Aber eigentlich, also, das macht das wahrscheinlich wenig Sinn, dass wir das hier aufbauen, weil das Ding, ja, oder, weil das ist ja ein Erzbohrer quasi, oder ob der dann ein bisschen schneller auch geht. Eigentlich sollte man diese Dinge aufstellen in Gebiete, wo es spezielle Erze gibt. Also da, wo wir das Osmium zum Beispiel halt gefunden haben. Da sollten wir das eigentlich aufstellen. Aber ich mache das jetzt erstmal nur so, damit wir die Wärme und den Luftdruck bekommen. Und beim nächsten Mal können wir ja da hinten auch nochmal einen aufstellen, da wo wir gerade waren. Und er macht ja auch ein bisschen Erz. Energie niedrig, oder ist die Energie jetzt aus? Also Energie niedrig und Energie aus sind bei mir 2 verschiedene Sachen. Uranstab, können wir den bauen? Machen wir nochmal... Kernreaktor. Zack, ein Booster hier. Ich kann ja jetzt anpinnen. So, und noch 2 Wasserflaschen, die ziehen wir uns vorne raus. So, Info, Energie wiederhergestellt, danke. Gut, jetzt haben wir das. Und es, also das Gebäude macht auf jeden Fall jetzt mal ein paar Erze und auf jeden Fall Luftdruck und... Steht gar nicht dabei, wenn ich drüber habe.
17,5 Wärme und 15 Luftdruck. Und kostet 34 Energie, ja, deswegen. Und der macht mir jetzt... Oh. Oh. Das ist gut. Bin gespannt, was da noch alles rauskommt. Dann können wir das Dolomit nämlich gleich mal hier reinhauen. So, und jetzt haben wir nämlich noch was, was wir machen könnten. Und zwar wollte ich ja genau das Biolabor. Ein Aluminium. Ist das jetzt mittlerweile hier? Ja. Dann Superlegierungen haben wir keine. Also eins habe ich noch da. Anheften. Zweimal Osmium. Superlegierung habe ich keine mehr da, gell? Nee. Wenn ich mir das merken könnte. Silizium. Aber jeweils zwei halt, gell? Genau, dann brauche ich noch Alu und Silizium. Kobalt und Magnesium. Kobalt haben wir aber da. Gott sei Dank, muss man sagen. Ich nehme das jetzt mal alles mit, weil ich muss auch wieder Sauerstoff machen. Und wir brauchen unbedingt auch ein Kobaltlager. Gut, und jetzt fehlt... Noch das Osmium. Jetzt ist die Frage bloß, wie stellen wir das wieder auf? Da kann ich hier eigentlich durchgehen, oder? Nee. Das müssen wir eigentlich schon fast... Kann man das von innen machen? Ach, das ist... Nee, das ist nicht innen. Das ist wieder so ein extra Gebäude. Ah, hier bekommen wir es nicht hin. Hier daneben... Auch nicht, weil da die ganzen Schränke sind. Obwohl, es ist gar nicht so groß. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist der Eingang? Dann kommst du nochmal weg. Ich muss hier eh nochmal erweitern. Aber jetzt kommen wir hier zumindest mal rein. Okay. Und der Bildschirm ist auf der Seite. Naja. Ah ja, wir können Bakterien. Da brauchen wir halt Algen. Das haben wir halt alles noch gar nicht. Genau. Bio-Kunststoffklumpen. Das, was ich vorher gemeint habe, dass wir den Pilz brauchen. Und da Dünger. Genau, die Auberginen. Düngerstufe 2 Kürbis. Schwarzpulver. Das könnten wir eigentlich machen. Und das können wir noch nicht machen. Der fehlt uns das Methan. So, Moment mal, kann ich jetzt hier Titan und Silizium eine Tür reinmachen? Dass ich da von außen auch reinkomme. Hier ist so, aber ich glaube nicht, oder? Doch, tatsächlich. Sehr gut, aber ich komme nicht hoch, gell? Jetzt gießt es aber aus Eimern hier. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt das Labor auch. Gut. Also Schränke, das muss weg. Das müssen wir nochmal anders machen. Da werde ich irgendwie... Es wäre halt cool mit dem großen Mobil. Wohnmodul. Titan, Titan. Superlegierung, Superlegierung, ja. Das ist halt das Problem. Aber das können wir noch nicht machen. Aber gut. Doch, könnten wir schon. Wenn wir die Superlegierung mit der Hand machen. Vielleicht mache ich das jetzt dann gleich noch nebenbei. Aber dann passt das. Und... Dann würde es weitergehen. Bei 5, das haben wir auch bald. Der Rucksack, der große. Dann die Heizungsstufe 4. Oh, das dauert ja noch ultra lange. Ja, das dauert auch noch. Kernreaktorstufe 2, das wäre halt auch nicht schlecht. Und ja, gut, hier sind wir halt komplett am Arsch, gell? 2,54 Kilo und es geht weiter bei 25 Kilo. Und da unten halt bei 80 Tonnen. Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo es das Obsidian gab. Nicht Obsidian.
Osmium. Und wir sind ordentlich vorwärts gekommen jetzt in den letzten Minuten. Wir schauen mal ganz kurz da rein. Ja, der Dolomit. Ja, gut, ist schon okay. Warum nicht? Besser haben wir es brauchen. Man müsste die Dinger halt aufstellen an irgendwelchen Hotspots, wo es halt seltene Erze gibt. Beim Osmium zum Beispiel. Dann könnten wir das immer wieder rausziehen. Ja, können wir beim nächsten Mal machen. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.